Mika Häkkinen umkurvt mit 1.18, 1.56 war er hier der Schnellste. Aber Eddie Irvine ist dran, 18.263 vor Coulthard und Fisichella. Achten Sie oben links auf die Ampel, auch die Prozedur kennen Sie. Der Grand Prix von Ungarn, 99 ist freigegeben. Und guter Start von Fisichella, schauen Sie mal das an, der geht auf Platz 2. Und auch Frentzen. Nein, steckt wieder zurück. Frentzen kommt innen. Coulthard, der große Verlierer vom Start, kann man jetzt schon sagen. Gedränge da hinten und alles geht gut. Häkkinen, Irvine, Fisichella. Frentzen ist Vierter, Coulthard Fünfter, Hill Sechster, Barrichello Siebenter. Hier nochmal der Start. Irvine hat den Nachteil der dreckigen Spur, kommt aber relativ gut weg. Fisichella ist auf der falschen Seite und muss nachgeben. Und da quetscht sich innen Barrichello durch. An Wurz vorbei. Takagi. Takagi war das, ja. Nach jetzt 6 Runden hier der Stand. Das wirkt alles ein bisschen statisch, liebe Zuschauer, als wäre da schon so ein wenig die Luft raus, die Positionen scheinen bezogen. Aber wer hier dreimal stoppt, wird ab der 15. Runde erwartet und dann wird es hier richtig rund gehen. Also wenn dann, jetzt kurz durchatmen. Ah, hier, Zanardi wird langsam. Zunächst geht Ralf Schumacher an ihm vorbei und dann überholt auch Panis den Italiener. Ah, jetzt steht Zanardi draußen. Ja. Hier. In der Wiese. Mein Gott, das geht weiter wie gehabt bei ihm. Da fliegt er ab. Vielleicht Bremsprobleme. Ackert da durch die Gegend. Man kann ihn fast nicht mehr erkennen in der Senke. Und dann kommt er da wieder raus. Da gibt es wohl ein Problem, weil das Zurückfallen und dann das, der Ausritt hat irgendwas zu tun, das tiefer liegt. Und deswegen fährt er direkt in die Garage. Es läuft alles nach Plan bisher. Dass Mika Häkkinen hier diesen Grand Prix gewinnen kann, steht außer Frage. Aber hält das Auto? Gibt es keinen technischen Defekt? Die Frage, die sich vielleicht der Finne selber stellen wird. Die Abstände wachsen Runde um Runde. 17.3 Fisichella, Frentzen 23.2. Coulthard 23.7. Die Brisanz trotzdem natürlich jetzt da. Häkkinen, der überrunden muss. Ist ihm das klar, dass das Mika Salo ist? Kriegt er das per Funk, sicherheitshalber? Das sieht er auch. Die Autos kennt er schon. Damit hat er schon öfters zu tun gehabt. Villeneuve ist der erste der BRR-Leute, der hereinkommt. Das wird wohl auf der Geraden passieren anschließend. Jetzt wäre die gute Stelle gleich da. Nein, er lässt ihn jetzt schon gehen. Ganz fair. Großzügiger Salo, hat sogar selber Gas weggenommen. Der De La Rosa ist durch die Aktion gleich mal eine halbe Gerade weggefahren. Hier der Stopp von Villeneuve. Länge 8,6. Tora Takagi rollt aus. Jetzt erstmal die Szene. Reifen abgefressen und die hier sind benutzt. Schau mal, was sie ihm draufschnallen. Hat der nicht mehr genügend frische Reifen? Ja, scheint so, dass sie nochmal einen Satz Gebrauchte drauf machen müssen. Aber die vorderen waren schon relativ ausgefranst. Hier kommt der Nordire. Tempolimit. Sieht fast aus, als würde er stehen. Kriegt einen Satz ganz frische. Gut, 8,3. Damon Hill ist drin.
ist der Gang denn? Hier. Da hat er 2 Sekunden liegen lassen. Davor ist Wurz. Auch die Reifen sind bereits benutzt. Der letzte Stopp. Da ging der Sprit aus seiner eigenen Anlage nicht herein. Hier läuft alles gut. 6, 7. Bilderbuchmäßig, ja. ...7,3 ist top und da kommen sie. Zunächst Irvine, wie gehabt. Barrichello, der war noch nicht, aber hier Fisichella und Frenzen. Und er schafft. Tatsächlich. Das sah nicht so aus. Hier waren die 7,3 gerade eben ausreichend, dass er den Platz behalten hat. Steht natürlich etwas länger, weil er mehr Sprit bekommt. ...11,1, sehr gut für die Menge Sprit. Wo kommt er wieder raus, Marc? Hinter, vor Wurz, hinter oder? Alesi, aber noch vor Wurz. Also müsste er so um 8 bis 9 liegen jetzt. Irvine quetscht sich hier vorbei. Darf keine Zeit verlieren. Von hinten kommt Druck. Irvine hat gesagt, ich bin besser als DC. Coulthard hat gesagt, stimmt nicht. In Österreich haben sie sich duelliert. Hier kommt uns ein neues Duell ins Haus. Wir erfreuen uns ja an jedem Manöver, was direkt auf der Strecke abgeht. Jetzt Fisichella in der Box. Das ist das Duell gegen Heinz-Harald Frenzen. Hier. Frenzen geht vorbei. Jetzt scheint es zu passen auf unserer... Oh ja, Probleme hier. Der Motor scheint weg zu sein. Das ist jetzt eh entschieden. Dieser Stopp hat auf jeden Fall Fisichella massiv gekostet. Was ist denn da? Da steht links Pat Simmons. Die kriegen das Auto nicht mehr an. Oh, ist das ärgerlich für Giancarlo Fisichella. Das gibt's ja nicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann er auch das Getriebe nicht in die Neutralstellung ja, genau. stellen. Deswegen können sie Zero. Nicht anlassen. Er hat Zero, also Null gesagt. Da scheint das Getriebe ein Anlassen des Motors zu verhindern. Und Giancarlo Fisichella muss mit dem Schlimmsten, nämlich mit dem Ausfall, jetzt rechnen. Er hätte aber den Platz an Frenzen zumindest verloren. Das haben wir auf unserem internen Datenkanal verfolgen können. Den hätte er sowieso verloren, ja. Ja, muss ist aufgeben. Das ärgerlich. Alesi. Oh, fast kollidiert mit Villeneuve. Jetzt sagt er Dankeschön. In Alesi-Manier. Und jetzt ist er in der Box. Hier kommt Mika Häkkinen. Das sieht immer aus, als würden die stehen da vorne. Sieht gut aus. Ja, routinemäßig 7,4 auch noch sehr, sehr schnell. Da kann er mit links in Führung bleiben. Irvine und Coulthard biegen jetzt erst da hinten. Da kommen sie auf die Startziellinie ein.
Das war völlig richtig von McLaren, den Stop zuerst zu absolvieren. Hier ist alles klar. Jetzt kommt die entscheidende Phase zwischen Rot und Silber. Auch für die WM ist das wichtig. Nicht nur, weil Irvine involviert ist, sondern weil hier Coulthard natürlich dem Nordiren Punktchen, nämlich zwei, wegnehmen könnte. Und das würde Mika Häkkinen natürlich hervorragend ins Konzept passen. Er würde 6 Punkte gut machen und nur noch 2 in Belgien hinter Irvine liegen. Ansonsten nimmt Irvine 4 Punkte mit nach Spa-Francorchamps. Beide machen sich bereit. Sie kommen wohl miteinander rein. Das wird spannend. Duell in der Boxenstraße. Wer also kürzer tankt, wer die kürzere Standzeit hat, kann vielleicht den anderen überholen. Jetzt hier die Einfahrt. Irvine und Coulthard. Entscheidung um Position 2 in der Boxengasse. Tempolimit. Schnarchen zum Nachtanken. Und jetzt die Entscheidung. Irvine ein bisschen mit blockierenden Rädern, steht aber noch gut. Coulthard tankt. 6 und 6. Irvine hält den Platz. Wow. Wahnsinn. Identisch gestoppt. 6,8 und 6,3 sind es auf der Uhr, aber die Zehntel sind nicht entscheidend. Irvine behält Position 2. Also auf der Strecke mag es der Grand Prix nicht der große Killer, aber in der Boxenstraße und was die Taktik angeht, müssen wir uns nicht beschweren, oder? Da war Spannung drin, ja. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir noch ein schönes Finale zwischen Coulthard und Irvine. Ja, da steht Villeneuve und ist ausgestiegen. Hier, Ausfall. Bam. Ach komm. Nicht schon wieder. Es ist unglaublich. Beim Losfahren wohl wieder etwas gebrochen am Getriebe. So, die Antriebswellenregion ist da ja häufig betroffen. Das gibt's ja nicht. Eddie Irvine kann jetzt wieder zulegen. Mit diesen frischen Reifen hat er 1:21.0 gerade gefahren, die schnellste persönliche Rennrunde. Ja, und zieht auch ein bisschen weg, das sehen Sie hier auf dieser Einstellung. Kann sie ein bisschen lösen und jetzt macht er einen Fehler, den Fehler, den er nicht hätte machen dürfen. Und Coulthard geht vorbei, sagt Dankeschön für diesen zweiten Platz. Die Pechserie bei Silber hat ein Ende, triumphaler kann man es eigentlich nicht gestalten. Das ist eine eindrucksvolle Rückkehr auf die Siegerstraße. Makellose Leistung. Wow. Mika Häkkinen hat alles richtig gemacht. Pole und Rennsieg. Hier kann er schon mit Standgas in die Start-Ziel-Kurve einbiegen. Jetzt ist es soweit. Sieg für den Finnen in Ungarn. Hier schon das Ergebnis in der Übersicht. Insgesamt also 17 Piloten gewertet. Das sind die nicht klassifizierten. Villeneuve mit 3 Stops und dem Ausfall für Fisichella, Takagi, Dinis und Zanardi. Hier der WM-Punktestand. Wir haben in die WM-Situation, glaube ich, schon vergegenwärtigt. In Belgien kann sie dann wechseln. 56 zu 54.